Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bell und Gabriel am Start mit dem Race, mit dem Barry. Hallo. Okay, ich bin rausgedrückt, ist auch wieder nice. Und ich würde sagen, wir fangen an, oder? Jo, 3, 2, 1, go. Ja, für mich heißt es jetzt auf jeden Fall gegen den Rivalen ran, gegen den guten Belly. Was? Der ist Belly? Ja, wir haben drei Bellies. Einmal mein Partner, mein Pokémon und der jetzt kommt. Verwirrung vorprogrammiert. Ah, das geht voll klar. Ich kämpfe gerade gegen die Samantha, die ein Wurmadam hat. Und am Ende gibt es auch 1000 Kims, weil wir keine Namen wissen. Ja, die Kims, Alter. So. Ich habe legitimately verloren. Als ob. What the fuck, was soll ich machen, Mann? Erzähl keinen Scheiß. Nee, wirklich. Mein ja, Gegner ja. Hat einen fucking Wurm oder am Gras umhang, Alter. Ich bin tot. Ja, ja. Das glaube ich dir nicht. GG, Alter. Tackle. Nee. Giftpuder, los. Kann das Ding eine Flugattacke? Wäre möglich. Bei mir hat der Rivale einen Ninjask. Ein Ninjask? Das wäre tatsächlich nicht so nervig, wenn man Voltenso schon eine Elektroattacke könnte, die nicht Donnerwelle heißt. Boah, geil. Ich kann nicht Donnerwelle. Was macht die? Endparalysiert die den Gegner? Wow. Und jetzt noch Sandwirbel, die guten Strats. Boah, ja, bitte nimm einen Time-Loss. Nee, bitte nicht. Ich will nicht, dass du beim ersten Orm bist, während ich immer noch beim Rivalen bin. Da habe ich keinen Bock drauf. Boah, doch bitte, das wär doch voll gut. Also, nein. Mir hat's gefallen. Die Leute wollen Spannung, Drama. Nicht so etwas. Ja, okay, dann lass ein Pokémon von dir sterben, dann hast du dein Drama. Du kannst auch dein Pupiter sterben lassen. Oh nee, ich will lieber, dass die Kim gerade 2 Level-Ups kriegt, weil sie einmal Säure eingesetzt hat. Wow. Das finde ich nicht gut. Ich find's toll. So, ich geh mal in die scheiß Höhle. Oh nein, warte. Hold up. Wie viele Bälle habe ich denn dabei? Außer die 2, die ich immer habe. Oh, oh, oh. Wow. Was? Wow. Nee, ich hab gesagt, Ninjask ist eigentlich gar nicht so bulky. Ninjask ist frail as fuck. Ja, weil ich die ganze... Wow, ich mache auf minus 2 Damage einfach nichts. Wow. Ich setup mich jetzt mit Yaola, ich hab die Schnauze. Boah, Guard's Back! Boah, geil. Boah, dich die Scheiße. Das gute Item. Hallo? Ja, hallo. Ich war kurz davor, dass ich einfach mal Lockduft einsetze. Was hab ich denn? Ein Rollmops! Ein Rollmops. Es gibt keinen Rollmops. Ey, mir egal, das heißt Rollmops. Seemops. Neuer Eintrag, das Rollmops-Pokémon. Das Rollmops-Pokémon. Oh Mann. Yola, go. Boah, so, mal schauen, ob ich töte. Ich bin gleich minus 6 Genauigkeit und werde einfach nichts mehr treffen, aber okay. Er hat schon 5-mal Sandwirbel eingesetzt. Finde ich gut. Finde ich nicht gut. 6-mal. Willst du doch ein bisschen bleiben? Nein. 6-mal Sandwirbel eingesetzt. Bitte treff. Fuck. Oh, jetzt setzt es Härtner ein. Ja! Oh nein! Boah, hat er schon Trank eingesetzt? Nein, hat er nicht. Ja! Ah, Time Loss, easy win. Ich hasse dich. Der Blutsauger, oh nein. Jetzt recovert er sich auch noch. Wieso kriege ich immer diese Stoller-Fotzen? Also ich habe den Seemops beim ersten Pokéball gefangen und du? Du hast einen Seemops gefangen? Ja. Also Seemops ist ein Encounter von der Route, wo der Rival ist? Nee, das ist das von der Höhle. Ah, du hast dir in der Höhle das Pokémon schon gefangen? Ja, jetzt gerade. Okay. Wie nenne ich denn das Rollmops? Es hat was mit Rollen zu tun und was mit Mops, also muss es Barry heißen. Ist das dein Ernst? Ja, das ist Barry. Das Waldreiser. Alter, come on. Was? Come on, das ist uncool. Okay, dann tun wir es weg. Dankeschön. Wie nennen wir es? Genauso uncool, wie dass ich keine Attacke treffe. Fuck, Time Loss. Ich nenn's Yugi. Okay. Macht überhaupt keinen Sinn, ich nenn's Yugi. Das ist der King of Card Games.
In der Children's okay. Card Game. Was? Okay. Oh Mann, Ninjas. Nein, Latias. Ich hasse dich. Als Encounter. Am Arsch. Ja, okay. Da hab ich erwischt. Ich weiß, dass es bei... Oh, okay, ich war scheinbar doch noch nicht minus 6, weil er nochmal einen Sandwirbel rausgehauen hat. Ich treffe einfach nichts mehr. Es ist einfach so fucking lächerlich, ne? Ja, hey, GG easy, Mann. Hast du schon was gesackt eigentlich? Ne. Ja, wieso nicht? Sack doch dein Edeko, da hast du wieder dein... Da hast du wieder volle Genauigkeit. Nein. Dieses Ninjask entwickelt sich zu einem Problem. Wieso? Weil es stallt mit Härtner und Blutsauger und Sandwirbel. Also ich find's toll und ich bin gerade in die falsche Richtung gelaufen, bin ich nicht so toll. Du hast richtig viel Vorsprung. Ich hänge jetzt seit über 5 Minuten an diesem Ninjask-Mask. Also, wenn ich über 10 Minuten an dem Ding festhege, kommt's fest ins Thumbnail. Ganz klar. Oh, ein Relikant. Oi, Hayden! 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 Ich hab den Hayden gemacht. Das heißt, auf der Route kommt jetzt ein Arceus. Ich hasse dich. Boah, Ninjas, fick dich einfach. Komm. Ich muss nur einmal treffen jetzt. Nein, Spaß, es wird eh nicht reichen. Komm. Boah, Tackle, bitte. Oh wow, jetzt auch schon plus 3 Def. Come on. Will ich einen Relikant haben? Ja doch, ich will einen Relikant haben. Komm. Ich treffe. Siebtes Weltwunder. Und es killt nicht. Okay, jetzt die CPU mal wieder dumm. Okay, ich treffe natürlich wieder nicht. Ah, Leute, das kann noch ein bisschen dauern. Guckt da ein bisschen nach Berlin. Oh Gott! Was denn? Härtner! Sei ruhig! Hey, ich habe auch gerade voll den Staller, aber ich kritte halt die ganze Zeit. Deswegen gibt's mich nicht. Ach, come on! Ich verfehl alles. Ah, wow. Jetzt brauche ich sogar noch eine Attacke mehr. Weil es nochmal auf Härtner gegangen ist. Ja, das kenne ich irgendwo. Belly, ja. Trink Zielwasser, ich hab die Schnauze voll. Wieso denn? Du kämpfst gerade gegen mich, du weißt doch, dass ich stalle. Ja, trotzdem. Ja, ich frag nicht, warum du es eh nicht schon mitgenommen hast. Ich kann aber nicht rauswechseln, ich kann nicht, das wäre total dämlich. Wieso denn? Wieso wäre das dämlich? Weil das Ding auf plus 4 Verteidigung ist und ich nur physische Attacker habe. Und der jetzt einen Trank einsetzt und dann... Er setzt keinen Trank ein. Wieso setzt er keinen Trank ein? Weil ich das Relikant gefangen habe mit dem ersten Pokéball, deswegen. Wow. Jetzt ist er plus 5. Boah, bitte, bitte triff jetzt, Belly. Bitte. Fuck. Sorry, kein Bock. Ich kann gegen mich selbst nicht gut sein. Das solltest du wissen. Ja, dein Hündchen will keinen Verrat begehen. Ich hasse es. Schau, du hättest, okay, halt, du hättest halt versteckte, die Hidden Power nicht verkaufen sollen. Dann hättest du jetzt eine spezielle Attacke. Und der wäre bestimmt Eis gewesen. Ja, natürlich. Okay, Wolperreich. Oh, endlich ist das Ding tot, ey. Nur 8 Minuten meines Lebens. Was, ist es tot? Das geht nicht. Doch, endlich. Was ist das zweite Pokémon? Hydropi Level 11. Oh, das geht ja voll klar. Nee, ich treffe meinen Tackle nach wie vor nicht, weil ich... Wow! Wow, nein, oder? Ist es das? Ich glaube, ich habe ein Macho-Bracelet gefunden. Okay. Nee, HP-Gain on Leveling, but reduces speed state. Also ich versuche jetzt noch einmal anzugreifen, wenn ich wechsle ich raus in Bisasam. Gegen Hydropi kann ich das machen. Weil ich bin gerade einfach bei plus 6 Attack und wenn ich treffe, dann wird das guten Schaden machen. Betonung auf, wenn ich treffe. Ach komm schon. Einmal jetzt noch. Letztes Mal. Und wir treffen nicht. Okay, Belly, aus. Böser Hund. Belly. Psst, psst. Oh Mann. Oh, ein Hytera. Oh, das ist EP-Bombe. Das ist unfair. Ey, wie viel Glück du hast. Ey, das ist der Wahnsinn. Und ich habe keinen einzigen Trank mehr, ne? Ich muss jetzt erstmal einkaufen gehen. Oh nein, Heuler! Wow, du hast Sorgen. Ja, ich muss okay, das Blissi irgendwie tot kriegen. Ach, ich habe gekrittet. Wer meint, das Blissi ist tot.
Wow. Trainerkampf, oder? Trainerkampf, ja. Wow. Level up, Nummer 1. Okay, Hydropi ist besiegt. Nice. Bastiodon? Ich hab dich besiegt, easy. Ja, zum ersten Mal. Wow. Stimmt aber. Lass es dir nicht so zu Kopf steigen. Nee. Das klären wir dann IDFL, ne? Season 2, hab ich gehört. Achso. Was? TG Easy, hab ich da was gehört? Nee. Oh, wow, Gott. Ein Schaden. Erstmal fett einkaufen. Ich muss mal gucken, was ich verkaufe. Ich wurde gerade getortet. Als ob. Ja, die Next-Gen-Plays. Banziger, er gibt mir auch kein Geld. Ich habe so wenig Geld, das ist total scheiße. Warte mal, kann ich irgendwas verkaufen hier? Nee, ich habe nichts, was ich verkaufen kann. Ich brauche auch unbedingt Tränke, fuck my life. Wieso kaufen. Tränke? Wenn deine Pokémon Level 13 sind, dann brauchst du keine. Nein, ich habe halt am Maul einfach. Ich habe keine Tränke, gar keine mehr. So. Jetzt habe ich 14 Bälle und dann muss ich mal gucken, dass ich mir jetzt ein paar neue starke Encounter hole. Willst du das vielleicht mal anschauen lassen? Hm? Mit 14 Bällen. Ich meine, ich spiele ein Weibchen, da ist es kein Problem, aber bei dir? Ist das dein Ernst? Oh Mann. Also, ich werde getrollt, Leute, hilf mir. So. Ne, ich heile mich jetzt auf und dann gucke ich mal, was meine Encounter so sind. Ach so. Theoretisch kann ich in diesem Part noch 3 Pokémon fangen. In der Höhle, auf der Route, wo der Rival ist und dann nochmal im Erzlingentor. Ja, und hinterm Erzlingentor. Nee, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich muss ganz Trainer ja auch noch klatschen. Und ich will Bisasam in diesem Part entwickeln. Es ist Level 14. Könnte ich schaffen. Okay, mein Encounter auf Route 203 ist ein... Schmerbe, ist das dein Scheiß? Ein Schmerbe! Nein! Oh, nein! Einfach nein! Okay, da hab ich echt keine Zeit für, ich kill's. Nein. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe jetzt ein Bodengestein-Pokémon, ein Wasserkampf-Pokémon, ein Bodenpsycho-Pokémon, ein Wassereis-Pokémon und ein Wassergesteins-Pokémon. Und mein Gegner hat ein fucking Pflanzenviech. Ja, aber was für ein Pflanzenvieh? Tuska? Okay. Ich habe, by the way, meinen Encounter getötet, ne? Echt? Ich hab's nicht gefangen. Nein, Schmerbe. Junge! Schmerbe. Ich hab bis jetzt nur 2 Kangama eventuell noch. Aber die anderen beiden, die sind scheiße. Da kann ich nichts mit machen. Ja. Oh, jetzt muss ich gegen den Owei ran. Was soll ich sagen? Ich hab'n... Junge, dein ganzes Team ist fast okay. Halt dein Maul. Ja gut, die 2 Pokémon, die ich heute gefangen habe, sind jetzt nicht so gut, ne? Hey, was hast du denn gefangen? Welche beiden? Ja, das Seemops und ein Relikant. Hey, Relikant geht doch voll fit, das ist voll bulky. Ja, aber nicht mit meinem Team. Ah, okay. Ich brauche halt endlich mal was, das halt gut gegen Pflanze ist. Wenn der Arenaleiter irgendwas mit Pflanze hat, dann kann ich gleich GG Easy sagen. Das ist halt echt so. Nee, glaube ich nicht. Dann verlierst du vielleicht 1-2 Pokémon, aber du gewinnst das trotzdem. Ja, das einzige Pokémon, das gut dagegen ist Duflor. Und wieso renne ich da direkt? Ich weiß, dass die da ist! Wow, der Gegner hat jetzt endlich mal das Leid, was ich gerade hatte. Hat 2-mal hintereinander Staccato gemisst. Oh Gott. Das ist gut. Oh Gott, es fängt an. It begins. Maskeregen. Was denn? Oh wow. Jetzt kommt der Bedroher. Ah, ich muss jetzt gegen den Omot. Was, Omot? Boah, bitte schlaf, Bruder. Ja. Bitte. Nee, der hat gerade schon einen Tackle. Okay, das ist okay. Tackle ist voll okay. Und ich hab da, wo der Trainer ist, einen Pudersand gefunden, ne? Was war ich da? Da hatte ich diese Scheiße da. Muskelarm. Nochmal. Nochmal Scheiße? Ja, achso. Nee, Scheiße wäre besser gewesen, weil sie wenigstens was kostet. Oh wow. Muskelband, aber erhöht doch physische Attacken um 10%. Nee. Das war dieses Band, das beim Eevee-Training die HP-Eevees erhöht. Ah, okay. Also Bullshit. Ja, aber das ist doch auch nicht schlecht. Wenn du ein Pokémon gezielt auf das trainieren willst,
Gibst du es einfach random? Ja, genau, ich fange jetzt, hier an. Oh, nein! Also, nein, so zwischendurch meine ich. Du kannst es ihm ja einfach zum Tragen geben, weil du hast eh keine Items, die du gerade verwenden kannst. Ja, doch, ich habe doch dieses Ding, diese Shellbell. Die mich heilt. Ja, aber nur auf eine Pokémon. Ja. Ja, aber das habe ich jetzt nicht ausgerüstet, weil. Time Save und so, ne? Ist wichtig. Kanivana, endlich mal Pokémon, die ich besiegen kann. Wo bist du eigentlich gerade? Ich glaube noch ein Trainer und dann bin ich in der Erzlinghöhle. Wow. Mein Gegner hat gerade ein Dodu. Go, Dodu, go! Und es bringt mir einfach keine XP. Es ist unglaublich. Oh nein! Mein Volt ist jetzt 15. Ein Botogel! Botogel? Hä, das ist voll schlecht, das kann nur Geschenk. Ja, ich hoffe, wenn es jetzt mit Eisschlag kommt, dann. Ah, okay, nevermind, ich hab's gekrittert und jetzt ist es tot. Das Ding hat auch eine Verteidigung von einer Ananas. Ja. Göranett. Okay, Vibrava. Wieso kriege ich jetzt. Boah, Vibrava, das geht gar nicht fit. Vibrava? Aber immerhin ich habe jetzt auch Bodycheck gelernt, das ist gut. Endlich mal eine ganz okay Attacke. Es hat gewone-hitted! Geht doch, Wolpe! Gewone-hitted, was? Gewone-hitted, Digga! Ich glaube ich dir nicht. Doch. Boah, geil, Geist-Pokémon, ein Zwicklops. Enteron. Oh. Da kommt ein Rankenhieb, habe ich gehört. Und ich glaube, der Trainer reicht schon, dass Bisasam sich entwickelt, Digga. Echt? Ja. Ja, ich glaube, bei mir werden die Pokémon noch ein bisschen brauchen. Nein! Ja, Volpe reicht Level 16. I call BS, I call BS, Mann! Mein Gegner hat einfach gerade Disable eingesetzt und ich hock da. Gut, das war meine einzige Attacke. Toll. Schön. Und jetzt hat er noch einen Rotom, der Trainer. Was, ein Rotom? Ah, Alter, das... Machst du jetzt XP-Farming hier, oder was? Nee, nicht wirklich. Komm schon, Volpe. Komm jetzt einfach durch die Verwirrung durch, dann haben wir den Trainerkampf gewonnen und... Nein, natürlich schlägst du dich selbst. Ja, Time Save! Und Donnerwelle. Oh, Gott. Egal, ich wollte doch sowieso zurückrennen. So. Also ich bin jetzt im Erzlingen-Tor und du? Noch zwei Trainer. Dann bin ich auch im Erzlingen-Tor. Echt? Hast du auch die Göre nicht vergessen? Ne, die habe ich extra angesprochen. Wow. Schlägt sich wieder vor Verwirrung selbst. Okay, dann wechsle ich eben raus, Volpe. Okay, ich hab's ja verstanden. Oh, eine Göre fehlt auch noch. Also optional. Soll ich nicht? Bericht. Was mal. Attacken. Nee, ich hol zuerst. Ich hol mir zuerst meine Karte. Nee, ich muss schon wieder einen Trank einsetzen, weil meine anderen Pokémon nur sowas wie Tackle können und keine Coverage haben. Ich kann Rotom gar nicht touchen, nur mit Bisasam. Ich glaube, ich habe jetzt der Trümmerer bekommen. Oh, jetzt will er mich paraflinchen mit erstaunter Donnerwelle. Wenn das funktioniert, ne? Komm schon. Bitte. Ne, fuck. Ist was? So, machen wir den hier. Ich muss schon wieder einen Trank einsetzen. Boah, mein ganzes Geld! Nein! Hallo? Ja, hallo. Mann! Lockduft, wo ist mein Lockduft? Da ist mein Lockduft. Unglaublich. Hey, was willst du mit Lockduft? Ein Encounter. Hey, du darfst aber keinen Encounter mehr holen. Ein Enteron. Ich bin ja schon im Erzlingentor. Ach so. Und schon wieder ein Wasser-Pokémon. Ich raste aus. Belly der Angler. Ja, ich glaube auch. Ich werde zwar Angler. Ich nenne mich um. Angler Gabriel LP. Komm schon, Volpe! Schreck zurück! Nein! Komm schon, Volpe! Ist nicht mehr verwirrt! Oh Gott! Gott segne Amerika, aber nicht Donald Trump. Hm? Oh, ich wurde gekratzt, Mann! Boah, Mann! Und auch noch gekrittet! Und das hat nichts gemacht! Auf welchem Level ist Enteron? Er sollte schon Aquaknarre können. Ja, glauben. Ja, ich habe H2O-Absorber. Bisasam entwickelt sich. GG. GG no re. Mhm. Ja, du hast ententwickelte Pokémon bis auf Pupita.
Na, und was mit Duflor? Ach, Duflor. Und was ist mit Rollmops? Seemops? Ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Mein Gott. Oh, nicht erster Pokéball, schlecht. Jetzt muss ich mich erstmal zurückziehen und heilen. Ciao. Boah, ich werd, fang dir einfach ein Lipomantas mit Teleport, dann hast du das Problem nicht mehr mit dem Zurücklaufen. Ja, das habe ich beim Bearbeiten gesehen, dass du, weißt du, du bist so ein Lacker, ne? Oh Mann. GG Nori, gefangen. Aber Bisaknosp ist jetzt schon mal ziemlich gut. Ja, Bisaknosp ist gut, aber weißt du, was schlimm ist? Hm. Quappo ist besser. Nee, ich gewinne das 1-1. Ja. Hm? Ja, okay, du bist Level 16, ne? Ja. Ich setz First Turn Leech Seeds ein, dann greif dich mal mit Rankenhieb an. Weißt was? Ich wechsle in mein Duflor, da kannst du mir gar nichts. Dann gehe ich in mein. Ach scheiße, ich habe ja keine anderen Pokémon, die was irgendwas können. Tja, weißt du Bescheid, ne? Lilip. So, ich bin jetzt Level gespannt. 8. Boah, Wolpe, Alter, da musst du jetzt aber regeln. Der muss regeln? Wolpe muss jetzt regeln, ja. Wieso ist Wolpe weiblich? Nee, männlich. Wieso muss er dann regeln? Ja, er muss es besiegen. Da kommt die Säure. Das hast du nicht verstanden. Oder das ist nein, Regen, ich will jetzt den. Ja, letzteres. Oh Mann. Setz Umklammerung ein. Na, schau, der will nicht. Womit hab ich das verdient? Ich werd von dem Porygon getackelt. Barry, hilf mir mal. Nein. Du könntest mit deiner Quietschente wann anders spielen. Mann, der tackelt mich schon wieder. Alter, Step Tackle, Digga. Ja, und ich miss meine Submissions. Ja, mach mal weiter so, danke. Nein. Dann, das wäre gut für dich. Das kann ich nicht machen. Oh, ich habe Wundersaat gefunden. Das gebe ich jetzt meinem Bisaknosp. Nehmen. Und Belly hat schon wieder ein Item. Ah ja, genau, die Schafklaue, damit ist critted. Gebe ich. Was, ich soll critten? Ja. Das glaube ich denn nicht. Doch, doch. Gebe ich hier noch das Fokusband drauf. Level 14, GG. Aber warte mal, Wolpe ist Level 16, oder? What the fuck, was hast du mit dem gemacht? Ich hab da so ziemlich nur das und das Voltenso trainiert. Die anderen Pokémon sind noch Level 2 und so. Achso, oh, ich hab 4 Pokémon. Ja, aber ich trainiere Eneko nicht. Nein. Ah. Nein. Ah. So, ich bin jetzt beim letzten Trainer vom Erzlingentor. Dem Mädchen oder dem anderen? Mädchen. Ah, okay, die habe ich nicht bekämpft. Zwei Pokémon. Wow. Nee, ich will das Geld haben, deswegen. Ja gut, ich musste mir noch nichts von Tränken und so weiter kaufen. Das Einzige, was ich mir gekauft habe, sind die 10 Pokébälle, damit ich den Premierball krieg. Nee, ich musste jetzt schon so oft Sachen kaufen. Eigentlich sollte 10 Level Unterschied, ja, ich wollte gerade sagen, das müsste eigentlich one-hitten, dankeschön. Das Rettern ist Level 6 und Wolpe geht jetzt schon auf die Level 17 zu. Alter, Level 17. Du unglaubmäßiger. Unglaub. Ja, Wolpe ist auch mein MVP mittlerweile. Oh shit. Pam. Was denn? Mein Gegner hat einen Galagladi. Und weiter? Ja, was mache ich dagegen? Das kann keine Laubklinge. Nicht auf dem Level. Ich geh jetzt im Matschauge, muss ich, glaube ich. Bist du zweiter Trainer Erzlingtor oder was? Mal habe ich dich fast eingeholt, weil du hast ja einen Trainer geskippt. Puh. So, Wolpe erreicht Level 17. Boah, hat schon mittlerweile 48 HP. Boah, ich tankte die Drachenwut, Gott sei Dank. Ja, die Drachenwut. Ja, da muss man Angst vor haben. Wieso denn? Drachenwut? Ich bin jetzt beim fetten Wanderer, der mir Stärke gibt, oder Zertrümmerer. Ja, Stärke wäre ja gut. Würde ich sofort jedem Stärke Pokémon beibringen. Oh, nice, ein Crit. Ja. Vor allem die Männern halt auch alles. Mein Encounter fürs Erzlingtor ist ein... ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Denn? Sengo. Was ist ein... Ach so, Sengo. Das ist doch okay. Das spielt man ja mit Giftwaren und so. Kann man ja akzeptieren. Ja, ich gehe einfach mal auf den Rankenhieb, das sollte es eigentlich tanken. Oder?
ich werd rumgeführt und mein Partner steht da. Nee. Ja, Samon ist hier. Wow, ich habe schon 2 Encounter getötet, ich plepp. Der war jetzt nicht beabsichtigt. Der erste schon. Tja, du musst es halt einfach so machen wie ich. Halt dein Maul. Renn vor dem Balk ja weg. Das wird ein Bisa-Knosp Solo-Run. Ja, und am Schluss kommt dann Bisa-Knosp gegen Palkia? Ja, das gewinne ich safe. Vor allem Bisa-Knosp mit dem Level da noch, ne? Ja, natürlich. Ah. Go, Wolpe, hau es einfach weg. Seitdem es Bodycheck hat, rasiert das auch ganz schön. Bodycheck war das nicht mit 120? Ich glaube 80 oder so. Ich guck mal eben nach. Warte, ich guck mal eben nach, was es diese Generation hatte. Bodycheck hat 90. Oh. Oh. Oh, ich habe eine Max Potion gefunden. Das ist gut. Und mein Encounter ist ein... Oh, ein Dodri. Im Erzlingentor? Nee, über Erzlingen, die Route. Da bist du ja, schon? Natürlich bin ich da schon. Okay. Aber du warst noch nicht in der Mine, oder? Nee, nee. Da bin ich schon durch. Ich hab Marina das auch schon besiegt, weißt du? Da würde ich weinen, ey. Da würde ich so hardcore weinen. Okay, zu schlecht trainiert? Du sagst es. So, ich bin jetzt letzten Trainer am Erzlingentor. Ich würde sagen, wenn ich den fertig habe, beenden wir den Part auch, oder? Ja, je nachdem, ob ich dann schon das Dodri gefangen habe oder nicht. Ja, klar, das musst du jetzt noch machen. Nidoran weiblich, Level 6. Ja, ich glaube, das wird Wolpe mit 11 Level drüber one-hitten. Okay, Quick Attack. Wie? Boah, weggetankt, easy, GG no re. 5 KP Recoil, okay. So, und was kommt jetzt? Pupanze, ach, easy. Was ist denn Pupanze? Die Vorentwicklung von Claydle. Oh, das ist ja mega easy. Was hast denn du für Trainer da? Die sollen mir nur ihr Geld geben. Bitches, gib mir das Geld. Nein, es ist ausgebrochen, Mann. Wie lange brauchst du, um ein Dodri zu fangen? Ein Dodrio. Also Dodrio? Die Entwicklung halt von wie heißt Dodu? Ja, Dodri, genau. Dodri. Schon richtig. Ah, ich bin jetzt bei dem Typen, der mich zur Arena bringt. Dun, 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 dun. Aber ihr hört das in-game ja leider nicht. Jetzt hab ich's gefangen. Nice. Ja, dann geh ich noch ins Pokémon Center und dann. Ja, ich teleportiere mich auch noch ins Pokémon Center. Halt dein Maul. Das musstest du nochmal zur Sprache bringen, ja, ne? Natürlich musste ich das nochmal zur. Wie soll ich's nennen? Gau, Dudu, Gau. Nee, ich nenn's Tri-Hex. Tri-Hex? Kennst du es nicht? Doch. Nein, ich meine Tri-Hex. Weißt du, wer das ist? Nee. Ah, okay, das ist ein ich glaube ein Yoshi's Island Speedrunner heißt er. So, Teleport. Okay. Ich habe ein... Okay, Schnecke ist immer noch Level 2. Kim ist Level 4. Der gute Run. Der gute Run. Ja gut, dann können wir die Party beenden, glaube ich. Ja, okay, ich bleib stehen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, jo. Barry verliert, lausig. Dankeschön. Bitte. Wir sehen uns dann bei mir. Tschö. Ciao.